Hallo und willkommen zurück zu Strategic Command. Wird mal du warn, Job. Dieses Mal zu einem Expertenforschungstutorial. Ich bin ja einmal ein wenig schaumgebremst, wenn es darum geht, mich selber als irgendwie als Experte zu bezeichnen. Aber wer mal Might and Magic oder ähnliches gespielt hat, da kommt nach Experte immer noch Master oder Meister. Das würde ich nicht von mir behaupten, aber Experte bin ich in diesem Spiel ganz bestimmt. Und deswegen glaube ich, weiß ich grob, wovon ich spreche. Und dann können wir gleich mal reingehen, ne? Forschungstutorial, gucken wir mal in die Forschung. Wir wollen ja nicht ewig Zeit vergeuden. Grundsätzlich ist es halt bei den großen Nationen wichtig, die Industrie oben zu halten und bei den drei wichtigen Kampfeinheiten, Infanterie, Panzer und Flugzeug, vorn dabei zu sein. Das ist das Grundprinzip. Und dann gehen wir mal von oben durch. Infanteriewaffen. Oder nee, halt, wir machen es anders. Wir machen erstmal die Sachen, die ich als völlig sinnlos erachte und mit denen wir uns schon mal ein bisschen Geld erkaufen können, sozusagen. Das ist zum einen Panzerabwehr. Da kriegt man eine in Nordafrika und drei irgendwann spawnen hier noch für die Ostfront. Und die sind aber, man hat eigentlich echt genug Leute. Und man braucht die einfach nicht. Das ist die Forschung für vier Einheiten, ist in meinen Augen Verschwendung. Und man muss früh aus dem Quark kommen mit der Forschung, mit den Sachen, die man als wichtig erachtet. Und da machen die 75 Punkte, die man jetzt zurückbekommt, machen halt schon einen richtigen Unterschied. Also das kommt weg. U-Boote finde ich persönlich auch relativ sinnlos. Das Plündern ist nicht so viel und der macht die halt einfach kaputt. Kann sich gar nicht gegen wehren. Und rein zum Scouten, was eigentlich die Hauptfunktion ist, reichen die auch auf Level 0. Wieder 75 Punkte. Und Raketenwaffen kann man später nochmal forschen, ist ganz nett manchmal unter Umständen, um irgendwie den Supply runterzuballern von irgendwas, aber eigentlich auch Schwachsinn. So, da haben wir schon mal 325 Punkte. Dann, mal einfach von oben los, ne? Infanteriewaffen. Muss man natürlich spätestens zum Russlandfeldzug auf 2 haben. Idealerweise auch ein, zwei Runden vorher, weil man muss die Einheit noch upgraden. Und das kostet insbesondere bei denen der Minor Nations wie Rumänien und Bulgarien und sowas, da kostet das richtig Kohle. Und das muss man halt irgendwie ein, zwei Runden vorher fertig haben. Aber man muss es nicht sofort forschen, weil es wird, außer man stellt sich richtig doof an in Frankreich, sowieso nicht fertig, bevor man die Franzosen niedergeworfen hat. Und dann brauchst du es auch nicht. Panzerabwehrwaffen machen wir, wie gesagt, gar nicht, weiterentwickelter Panzer. Auch, also in meinen Augen das zweite. Nehmen Sie alle nicht so viel Infanterie, Panzer und Flugzeug, aber auch den würde ich nicht in der ersten Runde forschen. Der muss natürlich eigentlich immer laufen, bis auf die erste Runde. Vielleicht auch bis auf die zweite, mal gucken. Das Flugzeug. Das muss in meinen Augen laufen. Das ist sogar in meinen Augen noch wichtiger, als direkt in der ersten Runde die Industrie anzuwerfen. Weil das unfassbar viel Kohle kostet. Und also wenn man zurückliegt im Luftkampf und im Gegenzug, also das kann so eine ganz komische Dynamik entwickeln, dass man auf einmal die Luftkämpfe nicht mehr gewinnt. Und das ist richtig nervig. Und dann kannst du auf einmal nicht mehr verteidigen. Da fängt er an rumzubomben und jedes Mal verlierst du irgendwie im Verhältnis 2 zu 1 deine Flugzeuge. Deswegen, also ich bin tatsächlich dazu übergegangen, das zuerst zu forschen. Man könnte aber auch Industrie zuerst forschen. Schwere Bomber, absolut Luxus, eigentlich nie. Marinewaffen, genauso. Das macht man dann, wenn man gewonnen hat. Das ist halt nett, weil die Bomber dann
die gegnerische Flotte so richtig verprügeln. Aber im Regelfall gibt man den eigenen Bombern erstmal gar keine Marinewaffen, weil es viel zu viel Geld kostet. Auch die Reparatur von den Dingern kostet dann mehr. Je mehr Upgrades sie haben, desto teurer wird das alles. Langstreckenflugzeug. Das wir relativ frühzeitig machen. Ich habe jetzt hier schon einmal, also wer das nicht kennt, diese passive Spotting-Mechanik der Flugzeuge, der Jäger, die haben am Anfang wie alle anderen Einheiten, die gehen irgendwo hin und können dann nach dem ersten Bewegungszug 2 Felder weit gucken. Ist ja bekannt. Nach dem nächsten Bewegungszug aber nicht mehr. Also die Felder hier oben werden nicht aufgemacht. Zack. Und so ist es auch mit den Flugzeugen. Der erste Bewegungspunkt hat volle Sichtweite. Das wächst aber, wenn man Reichweite forscht. Da kommt immer eins dazu. Reichweite 1 sind schon 3 Felder. Reichweite 2 sind schon 4 Felder. Und das ist auf einmal übelst krass. Das geht hier im ganzen Umkreis. Hier 4 Felder bei Reichweite 2. 1, 2, 3, 4. Süd. Süd. Und auf einmal sieht man die ganze Front und da kommen keine Hinterhalte mehr. Und noch viel besser ist es, wenn man das auf 2 hat, bei Barbarossa. Also auf 1 muss man es mindestens haben. Weil man dann hier vorfliegen kann, während man hier durchjodelt. Also hier dieses Gebiet, weil es total geiles Panzerland ist sozusagen. Im Gegensatz zu hier oben, da ist das alles ein bisschen schwieriger, aber hilft auch. Aber hier kannst du mit dem Flugzeug, du läufst erstmal mit irgendeiner Einheit vor, vielleicht mit noch einer und du kriegst ja immer diese leeren Felder, wenn da keiner steht. Und mit den, aber das macht man mit Leuten, die weiter hinten stehen, auch gern mit Force March. Und die Leute, die dann die Panzer irgendwie, die eigentlich am Anfang an der Front standen, inzwischen aber ein bisschen Rückraum, aber noch genug Movement haben, die warten hier schön, dann fliegst du mit dem Flieger ganz vorne an die Front auf irgend so ein Hex, was niemanden gehört hat, was dir geklaut wurde. Und dann siehst du hier auf einmal irgendwie 3 Städte. Und in aller Regel hat er nur eine davon besetzt oder so. Und da fährst du mit deinem Panzer halt rein. Und durch dieses Spotting kann man hier übelst durchrödeln. Das ist richtig schwer zu verteidigen als Alliierter. Im Multiplayer kann man sich, und ich werde das in der nächsten Partie vielleicht auch machen, darauf einigen, diese Mechanik einfach nicht zu nutzen. Also nicht mit dem Flugzeug an die Front zu fliegen, wenn es nicht absolut notwendig ist. Weil das ist eigentlich ziemlich cheesy. Der normale Weg wäre ja, so zu spotten. Und da wird sinnloserweise der aufgeklärte Radius meiner Meinung nach nicht größer. Einfach nur die Reichweite, wie weit man fliegen kann. So, zurück. Also, Langstreckenflugzeug sollte man nebenher, also nicht Prio, aber sollte mitlaufen. Weiterentwickeltes U-Boot habe ich ja schon deselektiert, finde ich sinnlos. Artilleriewaffen muss man auf jeden Fall laufen lassen, weil dieses Entschanzen ist ziemlich stark. Das wird halt verdoppelt. Von einem Entschanzen auf 2 Entschanzen pro Runde. Und dann das, wenn du dann so eine Artillerie mit 3 Schuss ranbekommst, oder auch die Afrika-Korps-Artillerie, die einfach jede Runde 2 Schuss bekommt, dann machst du halt mit der Afrika-Arte jede Runde 4 Entschanzungen weg. Und da man die ja auch noch reintauschen kann, also in die zweite Reihe, und da kann die immer noch schießen, da ist jede Verschanzung wertlos dagegen. Deswegen, das muss laufen. Man kann sogar überlegen, hier noch einen reinzusetzen und sich eine Arzi zu kaufen für Frankreich. Habe ich auch schon gemacht, war ganz geil. Raketenwaffen sinnlos, wie gesagt, Erdkampfwaffen sollte man auch sehr zeitnah mindestens einen reinsetzen, weil ab Level 2 bekommen die Entschanzung. Und ab Level 3 sind sie halt richtig böse. Und je eher man das hat, desto besser. Mobilität haben wir schon. U-Boot-Jagd brauchen wir logischerweise nicht. Luftabwehr. Man hatte mal keine Kohle dafür. Muss es aber dann doch irgendwann anfangen zu forschen. Einfach nur, weil die Angriffe auf die eigenen Einheiten werden dadurch schwächer. Also man macht deswegen nicht unfassbar viel Schaden am Gegner. Aber der Gegner macht einfach nicht so viel Schaden an den eigenen Einheiten, wenn die das haben.
Und dann kann man natürlich irgendwann hier diese ganzen Minen und so mit Luftabwehr ausstatten. Auch das führt dazu, dass sie einfach nicht so viel Schaden machen. Man macht an den strategischen Bomber deswegen keinen Schaden, aber der Schaden wird einfach gedämpft. Ja, das Luftabwehr, wie gesagt, muss man irgendwann machen. Befehlskontrolle läuft ja schon, ist halt auch übel wichtig, muss man auf jeden Fall laufen lassen. Die drei Sachen haben wir schon. Seekrieg kann man weglassen, amphibische Kriegsführung kann man in meinem Fall auch weglassen, von meinem Dafürhalten. Außer man möchte irgendeine ganz komische Aktion machen. Also Seelöwe ist ja leider in meinen Augen der absolute Weg in die Niederlage, weil die Amis und die Russen, wenn du London einnimmst, einen massiven Boost bekommen und damit hast du schon verloren. Weil du stehst ja dann mit deiner ohnehin eher zahlenmäßig nicht so großen Armee, stehst du hier zumindest einem Drittel, wahrscheinlich sogar zur Hälfte, wenn man das irgendwann nochmal schaffen will. Ja, was bleibt dann übrig für hier, für die Ostfront? Nicht so viel. Und die geben ja deswegen auch nicht aus auf da. Die weichen dann aus nach Kanada oder nach Ägypten, wenn man es tatsächlich schaffen sollte, die ganze Insel bis hier oben also einzunehmen. Was halt auch übelst schwer ist, insbesondere weil die dann hier, kommst du kaum durch. Musst auch noch alles bewachen hier, weil hier übel viele Partisanen sind. Und wenn du einen davon nicht bewacht hast, dann rungst das hier alles Mögliche weg. Das ist ganz schlecht. Was man halt noch machen kann, um den Boost für die Amis zu verhindern, ist tatsächlich irgendwie Garnisonen zu bauen oder so. Und London zu umzingeln und nicht einzunehmen. Das ist aber schon arg auch an einem Exploit dran, finde ich. Aber dann könnte halt hier keine neuen Einheiten hinsetzen und wäre halbwegs unter Kontrolle. Aber die würden den Boost nicht kriegen. Genau, weiter geht's. Deswegen, wie gesagt, amphibische Kriegsführung. Nee, also ganz bestimmt nicht am Anfang. Und wenn, dann muss man einen tollen Plan haben. Spionage und Aufklärung lasse ich immer laufen. Da gibt es irgendwelche Regeln dazu. Du forschst halt ein Stück schneller, außer der andere hat das auch. Und dann weiß ich gar nicht, ob du nicht sogar noch langsamer forschst, wenn du unter ihm bist im Level. Ich hab's immer laufen. Ne, wenn ich das genau wüsste, wäre ich ja Meister. Logistik muss man auch was reintun. Kostet ja auch nicht so viel. Ist keine Top-Priorität, auch keine zweite Priorität, aber dritte dann auf jeden Fall. Weil das ist schon sehr, sehr spürbar. Die Kosten für die Verlegung. Also zum einen kann man natürlich mehr Hauptquartiere bauen, die man später auch einfach braucht, aber die Verlegungskosten, die sinken halt. Und 10% sieht erstmal nicht so viel aus, aber das ist unfassbar viel Kohle am Ende, was man da spart, wenn man das irgendwie auf Level 4 hat wenigstens oder was. Und man muss am Ende halt relativ viel verlegen. Also alleine die ganzen neuen Einheiten, die alle hier in Deutschland spawnen, die man aber irgendwo ganz weit woanders braucht, die muss man alle verlegen. Dann kommen irgendwo irgendwelche Schweine Landungen und dann musst du wieder irgendwie ein HQ und zwei Panzer und was weiß ich nicht verlegen. Und dann wirst du vielleicht hier unten irgendwas unterstützen, musst du verlegen. Logistik für das, was es kostet, ist es ein No-Brainer. Muss immer mitlaufen. Ja, Produktionstechnologie. Irgendwann geht einem natürlich das Geld aus, ne? Weil Industrie ist natürlich, wie gesagt, mit dem Flugzeug und Industrie kann man sich von mir streiten, was zuerst kommt. Aber danach kommt auf jeden Fall Industrie und zwar doppelt. Einfach weil das Einkommen extrem anhebt. Zumindest bei so großen und industriestarken Nationen wie Deutschland. Produktionstechnologie ist dann halt das Letzte, was übrig bleibt. Und das hat schon, das darf man auch nicht vernachlässigen. Ist immer die Frage, ob man sich das leisten kann, das doppelt laufen zu lassen. Aber zum einen kosten natürlich die Einheiten weniger
Und das Reparieren kostet weniger und auch die nationale Moral, die man verliert, wenn man Verluste hat. Also es sind ja nicht nur Einheiten, wenn die völlig draufgehen, unterversorgt, dass es nationale Moral kostet, sondern es ist auch ganz normale Kämpfe. Da die Produktionskosten der Einheiten oder der Verluste an den Einheiten, die werden der nationalen Moral abgezogen. Und je weniger die kosten, und da geht dieser Multiplikator hier mit rein, desto weniger wird die auch abgezogen. Ja, das Wichtige ist natürlich schon, dass es einfach weniger kostet und du billiger reparieren kannst und alles muss also mitlaufen. Ja. Also, ne, paar Sachen deselektieren. Infanteriewaffen muss nicht sofort geforscht werden. Muss nur kurz vor Barbarossa fertig sein. Panzer muss halt, also kann nach der Industrie angefangen werden. Weil die sowieso in aller Regel, also bis auf Level 2, selbst wenn du ein paar Runden später anfängst, ganz locker vor Barbarossa, dann bist du aber nicht auf Level 3 vorm Winter von 41. Also mit ganz viel Glück kann das klappen. Du musst ja die Dinger dann auch noch upgraden und so. Und dann hast du irgendwie mit Glück eine, mit ganz viel Glück zwei Runden, wo du mit Level 3 Panzern angreifen darfst. Noch im Spätsommer oder Herbst 41. In aller Regel kommt es aber zu spät und du stehst hier noch mit Level 2 Panzern und kannst sie dann im Winter upgraden. Und das ist ja völlig okay. Deswegen muss man das jetzt nicht sofort forschen. Was natürlich beim Panzer so eine Sache ist, der Level 2 Panzer kann einem auch in Frankreich noch helfen, wenn man es da nicht auf die Reihe kriegt, ne? Aber ich würde Industrie vorziehen. Ja, wie gesagt, das hier wichtig zum Scouten. Level 1, besser Level 2. Hier Level 2 fürs Entschanzen. Hier, damit man, also später, aber irgendwann geht's los mit der alliierten Luftüberlegenheit. Immer schön die Einheiten dann auf 2 halten. Wichtig auch, dass man die im Osten, dass man denen keine Luftabwehr gibt, weil der Sowjet sowieso erstmal ewig keine Luftwaffe hat und da kann man richtig viel Geld sparen. Im Westen brauchen die Einheiten das aber ganz dringend und in Afrika. Ja. Dann gucken wir, muss ich gar nicht wegklicken, zu den Italienern, da geht das ein bisschen schneller. Auch hier Langstreckenflugzeug, völliger Quatsch, weg damit. Also bei denen zumindest, ich habe gerade gesagt, Langstreckenflugzeug ist schön, aber die haben viel zu wenig Flugzeuge, als dass das irgendwas bringt. Man könnte noch argumentieren, dass der Jäger als Scout benutzt werden kann, den die haben. In der hier. Aber ehrlich gesagt, nee, die brauchen nämlich andere Sachen viel dringender. Erdkampfwaffen, weg. Die haben irgendwie einen Bomber und ich glaube, das ist sogar alles, was sie bauen können. Nee, die können zwei taktische Bomber bauen. Du hast ja mit Italienern kein Geld. Und das ist auch eine der, wie soll ich sagen, Kontroversen, was man mit den Italienern macht. Es gibt Leute, die sind der Meinung, man muss es hier hochziehen, Produktion und Industrie. Ich bin der Meinung, das ist nicht richtig. Es ist viel wichtiger, mit den Italienern hier unten standzuhalten. Und zwar gut standzuhalten, bis das Afrika-Korps kommt. Und dann spart man hier auch eine ganze Menge Geld, weil die dann einfach, ne, hier die Armee zum Beispiel, die man darüber latscht und in Haku und wie irgendwie noch ein, zwei Einheiten, die man da runterschippert, die kriegen halt bei weitem nicht so doll aufs Maul, wenn man die in einer vernünftigen Kampfverfassung hat. Und dafür alles weg. Infanteriewaffen, ganz klar. Das ist dann in der Regel fertig, wenn die Engländer vor der Tür stehen. Und was sie noch brauchen, ist Luftabwehr. Zack. Und dann läuft der Hase schon. Wir brauchen die gar nicht.
Die brauchen dann natürlich irgendwann noch Infanteriekrieg und Befehlskontrolle. Panzerkrieg brauchen sie nicht, viel zu wenig Panzer. Ich glaube, sie haben einen Panzer, einen schweren Panzer und eine mechanisierte, was sie sich aber alles nicht leisten können. Also daraufhin muss man das auch immer prüfen bei diesen kleineren Nationen. Können die sich das überhaupt leisten? Was nützt es mir, wenn ich irgendwie Flugzeug erforsche oder so, wenn ich mir das nicht leisten kann? Die Dinge zu bauen und zu reparieren, das ist in meinen Augen totaler Quatsch. Genauso ist es mit Panzerkrieg, ne? Also, die können so wenige davon bauen und können sich das nicht leisten. Und ich bin der Meinung, wenn man dann noch dazu, dass man Luftabwehr forscht, auch mit den Italienern noch Flaks baut, die ja nicht so viel Kohle kosten. Ich mache das eigentlich immer. Solltet ihr jemals gegen mich spielen, könnt ihr euch darauf verlassen. In Nordafrika stehen zwei Flaks. Die kann man nämlich da runterbringen, bevor die Italiener im Krieg sind. Und da kann auch ein noch so schlaubergiger alliierter Spieler nichts dagegen machen. Die meisten Alliierten, die mir so untergekommen sind, die sorgen nämlich dafür, dass man, sobald Italien im Krieg ist, hier nichts mehr anlanden kann. Da kommt einfach eine riesen Schlachtschiffarmada und macht die Häfen hier kaputt. Und dann stehst du da mit deinem Talent. Dann müssen die Leute, die du hier hast, die müssen dann erstmal ausreichen. Und wenn das der alliierte Spieler macht, dann kommt hier auch noch ein bisschen mehr als die paar Hanseln, die hier am Anfang stehen. Dann hat er da schon was runtergebracht. Ein zweites Haku und ein Panzer und hast du nicht gesehen. Und dann fällt es dir auf die Füße, wenn du Industrie und Produktion getaggt hast. Das nützt dir alles nichts. Die werden dann einfach verkloppt und dann war's das. Und dann ist hier Libyen weg und du hast genauso viel MPP wie vorher, obwohl du vielleicht ein, zwei Level von dem Scheiß hier geforscht hast, aber die Basis-MPP von hier unten sind halt weg. Sind ja nicht so viele, aber Italien hat sowieso nicht so viele. Das ist gar nicht so viel, gibt es alles nicht. Und auch hier sind 1,25, hier sind 5, hier sind nochmal 1,25, hier auch. Naja, sagen wir mal 15 oder was. MPP an Basis, die sind dann halt weg. Weil wenn die Einheiten sich verteidigen können, werden sie einfach weggeschnetzelt. Und auch, also wenn er das vernünftig macht, der Alliierte, in meinen Augen kommt das. Dann sind hier auch 1000 Träger und wenn man halt keine Luftabwehr hat und selbst wenn man Luftabwehr hat, aber keine Flaks, dann wird man jetzt zerhackt von den Trägern. Ne, und dann kommen hier noch ein paar Landeinheiten und dann verliert Italien einfach, bevor das Afrika-Korps auch nur da ist. Dann werden die Einheiten hier irgendwie abgeschnitten und kaputt gemacht und dann kommt irgendwann das Afrika-Korps, aber viel zu spät und das spawnt dann irgendwo hier hinten, nützt aber gar nichts mehr, weil die Italiener schon tot sind, und dann wird der Hafen hier blockiert und dann wird das Afrika-Korps abgemetzelt, und alles ist Kacke. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Italiener müssen in der Lage sein, selber standzuhalten und das sind sie nicht mit diesen beiden Technologien. So, und damit sind wir mit denen auch schon fertig, glaube ich. Irgendwann, wenn es richtig gut läuft, kann man das ja noch machen, amphibische Kriegsführung. Einfach um noch mehr Einheiten auf Booten zu haben. Aber das ist dann schon, ja, da hat man eh schon gewonnen. So, da es ein Hotseat-Spiel ist, können wir direkt. Was ist das überhaupt? Ach so. Hier, ne? Wenn man gerne einen dritten Fallschirmjäger haben will, man kann ja nur zwei bauen, dann muss man diese Abfrage hier ablehnen. Dann werden die nicht aufgestellt in Polen, sondern erst irgendwann später. Und wenn man in der Zwischenzeit einen kauft, bla 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 bla, dann. Also man hat schon einen in der Bauliste von Anfang an, man kauft dann noch einen und dann kriegt man den per Event als drittes. Wenn man den verliert, ist er für immer weg, aber man hat halt am Anfang drei.
So, Wiederholung. Ich wollte mir die Wiederholung gar nicht angucken, weil ja nur das Flugzeug sich bewegt hat. Ach nee, und die beiden Hanseln. Genau. Ja, bla bla. Ja. So. Hier ist natürlich ganz viel Forschung, aber zwei davon sind ja extrem einfach, weil die eh nicht forschen. So. Mit den Briten. Ich bin tatsächlich auch hier ein Freund davon, ein paar Sachen wegzumachen. Beziehungsweise eigentlich nur eine. Man kann auch über die Artilleriewaffen nachdenken, aber diese Wüstenarti ist halt wirklich auch nett. Ich nehme hier aber in der Regel die Bomber weg, weil es reicht, wenn es eine Nation macht. Und die Briten haben meistens sowieso nicht so viel Kohle. Dafür muss auf jeden Fall das Flugzeug geforscht werden. Weil, wie schon bei den Deutschen erwähnt, ist das ganz, ganz schlimm, wenn man das nicht hat. Eine Panzerabwehr, völlig Schwachsinn. Infanterie muss natürlich auf jeden Fall laufen. Panzer muss auch immer laufen. Weil die Landung, die man später irgendwann irgendwo macht, ne? Also, wenn es nicht völlig schief geht, macht man irgendwo eine oder man spielt halt offensiv in Nordafrika oder beides. Nützt alles nichts, wenn der Deutsche massiv weit vorne ist. Da hat er jetzt schon ein Panzerlevel mehr und es darf nicht noch mehr werden. Also, das muss immer laufen, Flugzeug muss immer laufen. Ja, schwerer Bomber, wie gesagt, das nützt ja nichts, wenn man das irgendwie auf Level 1 hat. Das muss man da schon richtig hochziehen. Und dann muss man auch noch diese sündhaft teuren Bomber bauen. Und ich bin der Meinung, nein. Marinewaffen, nein. Die haben schon Level 1, reicht vollkommen aus. Ja, Langstreckenflugzeug. Könnte man sogar noch überlegen, das abzuschalten. Ja, zwiegespalten. U-Boot natürlich nicht. Ne? Artillerie, wie gesagt, könnte man auch deselektieren, weil es geht nur um die eine einzige Arti da unten. Und wenn man den sowieso überrennt irgendwo, also was heißt irgendwo in Nordafrika, dann ist sie gar nicht so wichtig dafür. Dann könnte man das auch deselektieren. Ja. Erdkampfwaffen würde ich mit den Briten tatsächlich auch nicht machen. Die können eine ganze Menge Panzer bauen, eine ganze Menge Jäger und die Luftwaffe, das sollen wir lieber die Amis machen. Also bevor das richtig was bringt, braucht man die halt auch irgendwie auf Level 2 und dann muss man die auch noch alle bauen und die Briten haben ja nicht so viel Geld. Ja, U-Boot-Jagd. Da bin ich ehrlich gesagt gar kein Freund von. Wobei, wenn ihr merkt, dass euer Gegner auf U-Boote geht, sollte man das halt machen. Dann kann es natürlich zu spät sein. Das ist so eine Sache. Aber man kriegt mit den Unmengen an Schiffen, die man hat, kriegt man die U-Boote halt in der Regel auch so. Man muss es nur schlau anstellen. Luftabwehr. Auch das muss man bei Zeiten auf Level 2 bringen, einfach nur weil die Einheiten dann nicht so anfällig sind. Sollte man sich irgendwann in der Verteidigung befinden, gegen Spielende, muss man das sogar viel höher haben. Die Einheiten kann man zwar nur auf Level 2 bringen, aber die Städte und Minen und hast du nicht gesehen, die kann man dann alle hochbringen und die reduzieren auch den Schaden, den die Einheiten da drin bekommen, massiv. Dann ist es auf einmal nämlich nicht mehr so leicht, alles rauszubomben irgendwo mit der deutschen Luftwaffe, wie das bisher der Fall ist. Oder was heißt, wie es der Fall ist, wenn da einfach nur eine Einheit mit Luftabwehr 2 drin steht oder so und die Stadt aber keine Luftabwehr hat selber oder das Feld, wo die Einheit steht, dann kriegst du das relativ leicht raus mit der deutschen Luftwaffe. Wenn das dann aber drei oder vier hat, das Feld, dann machst du eigentlich kaum noch Schaden. Da kannst du es auch lassen. Ja. Befehlskontrolle, wichtig, muss man relativ zeitnah anfangen. Panzerkrieg, übel wichtig. Also Infanteriekrieg natürlich auch, aber Panzerkrieg macht er, dass du zweimal angreifen darfst.
Und tatsächlich sind halt die Panzer die den Alarm machen. Die Infanterie stellt sich in den Weg und die Panzer, idealerweise zwei oder drei auf einmal, hauen irgendwas kaputt. Und wenn die zweimal angreifen können, das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, amphibische Kriegsführung. Die Briten haben schon auf Level 1 ein Langstrecken, also auf Level 0 ein Langstreckenboot. Das kann halt noch nichts, aber ist halt Langstrecke. Also hat noch keine großen Angriffswerte. Sollte man im Laufe des Spiels dann irgendwie ein bisschen hochtecken. Ja. Spionageaufklärung, ne, muss halt laufen. Logistik, ja. Und hier scheiden sich auch wieder die Geister. Das kostet halt auch bei denen nicht so viel. Ähnlich wie bei Italienern, aber die Briten haben halt viel mehr Punkte. Ich bin mir hier nicht so sicher. Also mir ist aber immer auf jeden Fall viel wichtiger, dass die drei Sachen hier laufen. Und davor dann auch Befehlskontrolle und Panzerkrieg, bevor ich irgendwie hier was reinsetze. Ja, Franzosen können wir lassen. Amerika. Hier kann man natürlich oder sollte man ein bisschen anders forschen als mit den Nationen, die direkt aktiv beteiligt sind, logischerweise. Ich mache zum Beispiel, naja, wir können von oben durchgehen. Infanteriewaffen kann man ziemlich spät anfangen zu erforschen. Sind einfach lange Zeit nicht akut, weil die Amis sind ja eh erst mal 2 Jahre gar nicht im Krieg. Und selbst dann sind sie in der Regel nicht sofort am Start und wenn doch, dann nicht mit Infanterie, sondern eher mit Flugzeugen und Panzern. Panzerabwehr, Quatsch. Weiterentwickelter Panzer muss man relativ früh anfangen. Weil selbes Spiel, wenn man irgendwo landet und die Amis können sehr viele Panzer bauen und die Deutschen sind jetzt ein Level voraus, weil die Level 1 haben und das darf auf keinen Fall mehr werden. Wenn er dann Level 4 Panzer hat, wenn du nur Level 2 Panzer hast, dann musst du gar nicht mehr landen. Dann gibt das übelst auf die Fresse. Level 3 gegen Level 4, das passt aber noch mit Luftunterstützung. Weiterentwickeltes Flugzeug. Hier könnte man sogar überlegen, mit Trägerunterstützung und so von den Briten, die haben ja ganz viele, dass die das lassen, aber nee, mit den Amis, auch wenn sie ein Level hinterher sind, ähnlich wie bei den Panzern, forsche ich das immer. Schwere Bomber, jopp, da kann man dann sogar irgendwann überlegen, hier noch einen zweiten reinzusetzen. Hat aber auch keine Prio. Marinewaffen würde ich tatsächlich abwählen. Berühmte, ist ja schon Forschung drin? Ja, abwählen. Kriegt man nämlich erstmal Kohle. Guck mal, 122 schon. Weil die wichtigste Technologie kommt natürlich ganz am Ende. Hier unten. Und die Amis kriegen richtig wenig Geld am Anfang. Und je eher man hier was reinstecken kann, und da helfen natürlich hier die 90 Punkte oder was, enorm. Desto besser. Langstreckenflugzeug kann man lassen. U-Boot ist natürlich Quatsch. Artillerie ist übler Quatsch. Geht auf jeden Fall raus. Erdkampfwaffen muss man dann, sobald die Industrietechnologie läuft, sollte man mit sowas anfangen. Dann ist immer noch hier Panzer und Flugzeug wichtiger. Aber dann auch Erdkampfwaffen, weil wenn wir das mit den Briten schon weglassen, dann müssen das die Amis relativ schnell haben. U-Boot-Jagd, muss man echt gucken, ob das jemand macht. Also selbst wenn er Level 1 U-Boote hat, kriegt man den halt noch relativ einfach. Mit einer ausreichenden Masse an eigenen Schiffen. Dann müsste man damit natürlich anfangen. Luftabwehr, selbes Spiel. Wobei nicht ganz selbe Spiel, brauchst du, sobald du ankommst, eigentlich auf 2. Nicht ganz so dringend noch höher, weil höher ist halt, wie gesagt, um irgendwelche Felder zu verteidigen. Wenn du in der Defensive bist. Wenn du aber erfolgreich gelandet bist mit den Amis, dann
ist das wahrscheinlich nicht mehr so notwendig. Deswegen zwei reicht. Befehlskontrolle muss man natürlich machen. Vor den ganzen Kriegssachen ist bei den Amis der Luftkrieg der wichtigste. Der muss zuerst kommen. Weil, wie gesagt, wenn die eingreifen, dann am Anfang mit Flugzeugen. Und in aller Regel wahrscheinlich in Nordafrika oder so, wenn man das nicht schon kaputt gemacht hat, mit einem HQ und einem Bomber und einem Jäger oder so ein Mist. Und dann sollte das halt schon fertig sein. Weil ne, zwei Jäger-Eskort oder Geleitmissionen und zwei Angriffe mit strategischen Bombern ist halt, wenn man nur Flugzeuge vor Ort hat, ziemlich wichtig. Dann Panzerkrieg und ja, Infanteriekrieg irgendwann. Eine Befehlskontrolle muss man auch mit einschieben. Seekrieg, nein. Amphibische Kriegsführung muss man natürlich laufen lassen. Und irgendwann auch mal die 100 Punkte hierfür finden. Spionage und Aufklärung? Ja. Versuche ich dann meistens auch irgendwann mit einzuschieben. Logistik sind zwei drin. Ne? Die Amis müssen ganz viel verladen und auch dafür zählt der Discount. Deswegen muss man das auch lassen. Aber dann kommen mal halt die wichtigen Sachen. Also hauptsächlich wichtig ist bei den Amis die Industrie. Die ist eigentlich nur bei den Russen noch wichtiger. Und die kann man halt relativ lange nicht erforschen, weil das, wenn man irgendwie nur 30 pro Runde, ich habe keine Ahnung, wie viel man pro Runde bekommt am Anfang, das sehen wir gleich, aber unfassbar wenig. Und jetzt haben wir aber zwei Technologien abgewählt und dann können wir das nächste Runde schon erforschen. Und das ist sehr, sehr gut. Das ist das Wichtigste. Produktionstechnologie, wie gesagt, kostet ja bei denen auch nicht viel. Kann man nebenher auch so ein bisschen mitlaufen lassen. Die haben ja auch ein deutlich höheres Forschungslimit. Ja, wie gesagt, das Wichtigste, Panzer und Flugzeuge nicht hinterherlaufen. Industrietechnologie, noch wichtiger als Panzer ist es. Also Industrietechnologie als allererstes, danach hier in den Panzer rein. Dann irgendwann so ein bisschen die Industrie, die Infanterie hinterherziehen und gleichzeitig den Panzerkrieg, nicht den Panzerkrieg, den Luftkrieg. Ja. So viel zu den Amis. Dann nehmen wir die Polen. Fertig. Und dann die Russen. Da kann man ja auch eine Menge falsch machen, bin ich der Meinung. Vielleicht mache ich ja Sachen falsch, aber glaube ich nicht. Hier gehen natürlich auch die Panzerabwehrwaffen weg. Hier, vielleicht kontrovers, aber finde ich überhaupt nicht. Hier geht das Flugzeug auf jeden Fall weg. Und dann haben wir schon 207 MPP. Und da kann man sich tatsächlich überlegen, direkt in die Industrie zu gehen. Und ich bin da zwiegespalten. Wahrscheinlich ist es besser, erst in Infanterie zu gehen, aber man kann natürlich auch noch so ein bisschen rumcheesen. Man hat ja so ein paar Einheiten. Kannst du ja das Flugzeug auflösen? 45. Gab es noch irgendwas, was man hier machen konnte? Also man kann natürlich theoretisch auch ganz in die Vollen gehen und noch irgendwas auflösen, aber 30 für eine Armee, das lohnt sich schon wieder nicht. Was gibt denn so eine Flak? Ah, nee, die ist ganz billig, die bringt kaum was. Die bringt natürlich auch so kaum was, ne? Und dann dauert es schon gar nicht mehr so lange, bis man die Infanteriewaffen erforschen kann. Naja, wie gesagt, man macht hier ein paar Technologien weg und kann sich dann entscheiden. Ich würde wahrscheinlich sogar wirklich die Industrie noch davor nehmen. Weil das macht halt ziemlich einen Unterschied, wenn man das schnell oben hat. Man könnte sich sogar überlegen, die Produktionstechnologie abzuwählen, weil es richtig Kohle gibt. Und wahrscheinlich ist das sogar das Allersinnvollste. Und dann ist man relativ schnell. Dann würde ich doch das machen, relativ schnell, so weit, dass man hier das Zweite reinsetzen kann.
Ja, dann sind wir ein bisschen gesprungen bei den Russen. Aber Industrie und Infanterie, absolut oberwichtig. Panzerabwehr nicht. Panzer sollte man möglichst laufen lassen. Flugzeug auf keinen Fall. Einfach, weil man da immer hinterherläuft. Und man hat, also wenn es einem nicht gelingt, den Deutschen von einem auch nur halbwegs vernünftigen Barbarossa abzuhalten, mit allen Panzern, der ganzen Infanterie, die er so hat, und vielleicht noch sogar einer mechanisierten oder so, auch wenn die ein bisschen Quatsch sind, und schönen Luftwaffe, dann rollt ihr über euch drüber. Und dann könnt ihr nicht irgendwie so eine Bimbo-Flugzeuge haben, die dann irgendwie auf Level 1 sind oder was. Und die aber von den Deutschen da, die auch viel bessere HQs haben, einfach zusammengeschossen werden. Der hat dann Level 2 Flugzeuge, bessere HQs und da macht ihr Trades, die wollt ihr nicht machen. Und dann könnt ihr die Dinge wieder reparieren, damit sie die nächste Runde wieder auf die Fresse kriegen. In der Regel konntet ihr es noch nicht leisten, den Luftkrieg zu forschen. Das heißt, wenn sie überhaupt noch 5 haben und abfangen können, dann fangen sie kein zweites Mal ab. Und für das ganze Geld, diese Flugzeugentwicklung, das Upgrade und dann diese Reparieren und so, da konnte man halt Kurs kaufen. Die viel besser sind als irgendwie einen gegnerischen Luftangriff unter horrenden eigenen Verlusten ein bisschen schwächer zu machen. Der hört ja deswegen nicht auf, der Luftangriff. Ne? In der Regel greift er euch mit einem Medium-Bomber an, der eh nur dafür da ist, die Entschanzung runterzumachen und die Moral zu senken. Kriegt er vielleicht einen Schaden von und der Angriff wird ein bisschen schwächer, weil ihr interceptet habt. Es nützt euch aber nichts. Ihr habt übelst MPP eingebüßt, dadurch, dass der Jäger aufs Maul bekommen hat und die Entschanzung hat der mittlere Bomber trotzdem gemacht und die Demoralisierung. Deswegen Flugzeuge mit den Sowjets, ich würde es einfach komplett lassen. Das Einzige, wofür die vielleicht gut sind, ist mal selber zu scouten oder aber, wenn ihr doch mal einen Bomber am Start habt, weil einer überlebt hat oder weil ihr einen bekommt später, die zu eskortieren. Das hilft nämlich tatsächlich. Da kriegt zwar der Jäger übelst auf die Fresse, aber der Bomber nicht so sehr. Dafür kann man die sich mal aufheben. Das geht auch mit den Nullauf-Flugzeugen. Aber ansonsten keine Flugzeuge. Schwere Bomber natürlich nicht. Marinewaffen natürlich nicht. Langstreckenflugzeug Luxus. Und frühestens ganz spät. U-Boot natürlich nicht. Artillerie irgendwann ja. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass man entweder den Deutschen sowieso überrollt und dann die Artillerie nicht hinterherkommt, oder aber, ich weiß nicht so richtig, ich habe Artillerie mit den Russen noch nie wirklich eingesetzt. Aber da liege ich vielleicht ja falsch. Erdkampfwaffen, weiß ich auch nicht. Mobilität ist absolute Killertechnologie, kann man sich nur leider nicht so früh leisten. Und bringt auch, also man kann es einschieben, aber das bringt halt wirklich erst was eigentlich, wenn man Infanterie mindestens auf Level 2 hat, wenn nicht gar 3, damit die auch ein bisschen Schaden machen können. Wenn sie zum Beispiel irgendwo durch irgendwelche Lücken durchstürmen, weil sie ziemlich viel Bewegungspunkte haben, muss man auf jeden Fall forschen, sodass man das irgendwie 43 zur Verfügung hat oder so. Also muss man nicht. Ist ja Quatsch, wenn man übelst überrollt wird, dann gibt es vielleicht Wichtigeres, aber man kann das Überrollen damit auch wirklich sehr verzögern. Gibt ganz viele Leute, beziehungsweise meint er sogar selber, ich raste dann halt irgendwo vor und guck mal an, naja, kann mir jetzt hier irgendjemand wirklich wild in die Seite fallen und wenn ja, was mache ich dann? Und ohne Mobilität sind die in der Regel einfach nicht mobil genug. Kann man mit Kontrollzonen, kann man das irgendwie so ein bisschen abschirmen, wo der Gegner im Zweifel hinkommt. Und das Wichtigste ist immer, dass er nicht an dein HQ rankommt, was er deine Versorgung macht. Und das kannst du mit den Russen dann aber irgendwann machen, wenn du Mobilität hast. Die kommen auf einmal so weit, dass sie irgendwo rumlaufen und einfach dem HQ einen mitgeben. Und wenn die da Infanteriewaffen 3 haben,
Dann tut das dem Haku richtig weh und dann hat das Haku auf einmal auch nicht mehr seine Versorgung, die es eigentlich machen sollte, weil die ein ganzes Stück sinkt dadurch, wenn es beschädigt ist. Und dann sind nur die ganzen Einheiten, die da davor standen, auf einmal gar nicht mehr so bedrohlich. Und was man dafür benutzt hat, ist am Ende irgendwie ein Chor zum Spotten und ein Chor zum Zuschlagen. Und mit Glück überleben die das sogar. Deswegen Mobilität richtig geil. U-Boot-Jagd natürlich Quatsch. Luftabwehr unfassbar wichtig. Ist nach den beiden das Wichtigste. Ganz einfach, weil ne, die Luftwaffe, die macht dich übelst kaputt. Und wenn du das auf deinen Einheiten hast, das kostet auch nicht so viel bei den Russen, dann geht das schon mal massiv langsamer. Und wenn du wichtige Städte hast, wo du garantiert nicht rausgebombt werden möchtest oder nur mit höchstem Aufwand, dann kriegen die Städte das halt auch noch. Also das sollte man immer weiter forschen mit den Russen. Bei Level 4 kann man wahrscheinlich aufhören oder so. Damit man, also zumindest wenn man in der Defensive ist, sobald man merkt, der Deutsche bricht sozusagen, dann braucht man das nicht mehr. Dann ist es einem in der Regel aber auch egal, ob das noch weiterläuft oder nicht, weil einem dann alles egal ist. Aber wie gesagt, wenn man in der Defensive ist, immer weiter forschen. So einen Deutschen dann noch aufzuhalten, wenn hier Leningrad, Moskau und Stalingrad und Saratow und was hat, ist richtig schwer. Weil er dann halt so Sachen macht, wie ich ja nun auch schon in mehreren Spielen, einfach seine gesamte Luftwaffe irgendwo zusammenzieht und durch in ein, zwei Runden in die Steinzeit bombt. Und dann ist so ein ganzer Verteidigungsperimeter, wie hier zum Beispiel im Herzogsspiel, aber ich glaube auch gegen Joyforce, bin mir nicht so ganz sicher, ist dann halt auf einmal kaputt. Ne? Bomber, Fallschirmjäger, Schupp. Und das kann man massivst verzögern, wenn nicht gar verhindern, mit Luftabwehr auf einem ausreichend hohen Level. Deswegen unfassbar wichtig. Befehlskontrolle. Klar, die Befehlshaber sind scheiße von den Russen. Die brauchen das eigentlich, aber das kostet so viel Geld und man hat am Anfang gar nicht so viel Befehlshaber. Ich bin ein Freund davon, das nicht zu zeitig zu machen. Lieber für das Geld 2,5 Cores kaufen. Infanteriekrieg, ja, macht ihr halt ein bisschen besser, ne? Muss man auch irgendwann mal einschieben. Panzerkrieg. Je eher du das hast, desto eher kannst du dem wirklich wehtun. Ist auch wichtig, man muss aber gucken, wann man eigentlich denkt, überhaupt was machen zu können. Und das ist ja erst eigentlich, wenn man realistisch ist, im Frühjahr, Sommer 42. Wenn es bis dahin fertig wäre, müsste man es natürlich am Anfang von Barbarossa erforschen oder anfangen. Hat man meistens andere Sorgen, deswegen wird es meistens erst später fertig. Aber das ist halt neben Mobilität einer der Knackpunkte, womit man dann richtig den Deutschen aufmischt. Also wenn du dann irgendwie wie in dem aktuellen Herzogsspiel gegen Fars, ne, da hat er dann hier unten irgendwie einen riesen Blob an Panzern und so und auch mechanisierter Infanterie. Und die können dann halt einfach zweimal angreifen. Und das dann mal eben abzuhalten, ist schon nicht mehr so leicht. Das geht alles. Wobei in dem Spiel ist der Gegenspieler, ja, der ist in Norwegen, der ist in Marokko, steht er mit einer Riesenarmee hier davor. Und dann geht es halt hier unten schief. Woher sollen die Leute noch herkommen? Aber ich bin schon wieder abgeschwiffen. Abgeschweift, abgeschwiffen. Panzerkrieg zweimal angreifen. Wenn du das hast und halbwegs konkurrenzfähige Panzer auf Level 3, muss sich die Infanterie schon fürchten, die gegnerische. Schwere Panzer Level 2 machen aber auch schon ordentlich Alarm.
Und mit zwei Angriffen wird es richtig böse. Luftkrieg, Seekrieg, amphibische Kriegsführung, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Hierfür habe ich auch meistens kein Geld. Ist. Ich mache es meistens nicht mit den Russen. Logistik vernachlässige ich mit denen auch meistens, weil die Einheiten ohnehin günstiger sind. Und deswegen auch der Bonus nicht so hoch. Irgendwann muss man es aber ein bisschen machen, damit man mehr HQs bekommt. Produktionstechnologie habe ich ja gerade abgewählt. muss man irgendwann auch wieder dazu nehmen. Weil auch hier die Russen verlieren natürlich, die kriegen die ganze Zeit auf die Fresse am Anfang. Und wie ich eingangs schon sagte, Produktionstechnologie hat auch einen Einfluss auf die nationale Moral, die man verliert, einfach nur beim direkten Face-to-Face-Abtausch. Und da der für die Russen ja, selbst wenn sie nicht eingeschlossen sind, in aller Regel viel, viel schlechter ausgeht als für die Deutschen, verlieren die nationale Moral dabei. Und das wird anhand der Einheiten Produktionskosten bemessen. Und die sinken durch diese Technologie. Deswegen, ja. Wobei das Ziel ist halt nicht, also in meinen Augen, nicht darauf zu warten, dass man dadurch weniger Moral verliert, während der Deutsche einen verkloppt, sondern das Ziel ist eigentlich, den Deutschen zu verkloppen. Deswegen, ich würde es nicht so wahnsinnig hoch priorisieren. Wichtig ist, Industrie muss hoch, Infanterie muss hoch, Panzer muss hoch, Luftabwehr muss hoch. Also wenn ihr euch entscheiden müsst zwischen weiterentwickelter Panzer oder Luftabwehr Stufe 2 oder was, dann nehmt ihr Luftabwehr Stufe 2. Ist ganz dolle wichtig. Ansonsten wird in die Steinzeit gebombt. Und das Schlimme an der Luftabwehr oder an den Luftangriffen ist ja nicht, dass da mal eine Einheit ganz schnell drauf geht. Das ist viel eher, dass ihr dann umzingelt werdet, wenn der Gegner wenn er weiß, was er tut. Der guckt sich halt über die Scout-Mechanik, guckt sich eure Front an, guckt, wo seine mobile Einheiten stehen. Und hier ist ein blödes Beispiel, aber hier unten oder so. Guckt, wo die Front ein bisschen schwächer ist. Da bombt er ein Loch rein. Dann fährt er, also zum Beispiel Kiew. Wenn die Kiew verteidigt ist und der ist hier schon so vorgerückt. Dann wird hier ein bisschen gescoutet, hier ist offensichtlich bewacht. Das wird einfach rausgebombt. Und dann fahren die Panzer, die hier schon gewartet haben, die fahren hier hoch. Da springt von mir aus ein Falli rein. Und dann ist hier alles eingeschlossen. Und dann droppt Kiew auf 5 und alle Einheiten in der Umgebung sind auf 4. Und alles ist ganz furchtbar. Und womit kann man sowas zumindest abbremsen? Mit Luftabwehr. Deswegen wichtig, wichtig, wichtig. Ja, wer jetzt immer noch dabei ist, ein paar cheesy Sachen, wie gesagt, habe ich ja währenddessen auch schon gemacht, diesen Jäger auflösen, um mit den Sowjets aus dem Krieg zu kommen. Das kann man auch mit den Amis machen. Diesen komischen Jäger hier, zack, zack. Und auf einmal haben wir genug Kohle für das hier. Das Wichtigste. Hatten wir vielleicht auch vorher schon, ich habe gar nicht aufgepasst. Aber den Jäger, scheiß der Hund drauf. Dann baust du halt später irgendwann neu. Mit den Polen kann man das sogar auch machen. Wenn man unbedingt möchte. Wobei es da halt jetzt nicht so viel bringt. In der Regel ist er ja schon irgendwo hier. Aber ich hatte es tatsächlich schon, dass der Panzer hier die Armee nach hier verschoben hat. Und in der Regel sollte man ja nicht die Garnison hier rausziehen, bin ich zumindest der Meinung, einfach weil die mit 5 verschanzt ist. Wenn du die Armee hier reinmachst, dann wird die einfach rausgebombt. Aber da die hier nach hinten verschoben wurde, und dann angeschlagen war, konnte ich hier reintauschen. Und hat sie auf einmal 4 von 5 Verschanzungen gehabt. War natürlich angeschlagen auf 4 oder was, keine Ahnung.
Ja, und dann stand er hier schon überall und hatte das abgeschnitten. Aber der hier, der hat keinen Gegner an sich dran gehabt. Zack, auflösen. Und auf einmal habe ich richtig Kohle gehabt und konnte diese Viererarmee hier, die natürlich, also jetzt nicht, aber dadurch, dass sie zurückgeschubst wurde und ich sie reingetauscht hatte, konnte ich sie noch reparieren. Und da hatte ich ja eine 10er-Armee drin. Im Zweifel kann man das auch mit den Flugzeugen machen. Jedes kleine bisschen hilft. Wie gesagt, mit den Russen den Jäger, mit den Amis den Jäger, im Zweifel mit den Polen irgendwas auflösen. Es geht halt nur, wenn da kein Gegner dran steht, aber dann machen. Und da kommt man ein Stück voran. Ja. Und mehr Nationen gibt es hier nicht, die irgendwas erforschen könnten. Und von daher glaube ich, bin ich fertig. Ihr könnt es ja gerne mal kommentieren, wenn ihr irgendwo ganz doll zustimmt oder irgendwo ganz doll anderer Meinung seid. Ja, vielleicht mache ich irgendwann mal noch irgend so ein Tutorial. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, könnt ihr ja auch einen Ton sagen. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.